Ich bin Stefan Flückiger, Betriebsleiter des Forstbetriebs der Burgergemeinde Bern. Wir stehen hier im Sädelbach. Das ist ein Waldgebiet der Burgergemeinde Bern, wo Förster bereits vor 120 Jahren Douglasien im Direktimport aus den USA in die Schweiz gebracht haben. Die Douglasien stehen seit 120 bis 140 Jahren. In diesem Sädelbach haben mehrere Jahrhundertstürme überlebt und präsentieren sich so wie der Baum hinter mir. Douglasie-Altbestände spielen im Klimawandel eine ganz zentrale Rolle. Einerseits liefern sie Wertholz mit einem sehr hohen Wertholzanteil, der weit höher liegt als bei den einheimischen Baumarten wie Fichten oder Tannen oder Buchen. Auf der anderen Seite bringen uns alte Douglasien Samen, damit wir die nächste Generation, die wir im Klimawandel brauchen, mit Naturverjüngung in Wald herausbringen. Das ist ökonomisch interessant und es ist ökologisch deutlich eine stabilere Verjüngungsart als mit Pflanzung. Douglasie gilt als Gastbaumart. Nach über 120 Jahren Einführung in die Schweiz kann man sagen, sie hat sich gut etabliert und ins Ökosystem eingepasst. Douglasie ist hier auf diesen Standorten nicht invasiv. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag an klimatauglichen und zukunftsfähige Wälder durch Samen, durch das Holz, in dem sie die Gesellschaft mit Rohstoff versorgt. Gemäss Klimaexperten werden sich die Standorte hier rund um Bern in den nächsten 50 Jahren so verändern, dass hier in der zweiten Jahrhunderthälfte das Klima wie im Lago Maggiore herrscht. Das bedeutet, dass die Pflanzenarten, die bisher hier geeignet waren, nicht mehr geeignet werden. Das macht es so nötig, dass wir Baumarten wählen, die unter den neuen Standortbedingungen, die werden herrschen, können überleben und die Gesellschaft mit den Waldleistungen versorgen. Aus diesem Grund macht das Einbringen von Gastbaumarten Sinn. Mein Name ist Bernhard Pauli. Ich bin Dozent für Forstökonomie an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaft. Die Douglasie hat in der Schweiz einen Vorratsanteil von etwa 0,3%. Das gilt auch in etwa für den Kanton Bern. Auch hier sind wir etwa bei 0,3%. Bezogen auf die Stammzahl bedeutet das, dass in etwa jeder 500. Baum in der Schweiz eine Douglasie ist. Das ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern relativ wenig. In Deutschland ist es beispielsweise jeder 50. Baum und in Frankreich ist das sogar noch deutlich höher. Die Douglasie ist somit in der Schweiz nicht wirklich in einem wirtschaftlichen Fokus, hat also keine große Bedeutung. Das ist gerade im Mittelland durchaus verwunderlich, denn wenn wir über die Grenze gehen nach Deutschland, so haben wir dort eine Region, wo die Douglasie eine sehr hohe Bedeutung hat. In der Region rund um Freiburg entspricht der Vorratsanteil der Douglasie etwa 10%. Nichtsdestotrotz ist die Douglasie für Forstbetriebsleitende in der Schweiz mittlerweile eine interessante Baumart geworden. Bei einer Befragung vor einigen Jahren haben 2/3 aller Forstbetriebsleitenden angegeben, dass sie den Douglasienanteil in ihren Betrieben erhöhen wollen und 3/4 waren der Meinung, dass man auch insgesamt, also schweizweit, versuchen sollte, den Douglasienanteil nach oben zu bekommen. Die Douglasie ist nicht nur aufgrund ihrer Herausforderung des Klimawandels eine interessante Baumart, sie ist auch aus wirtschaftlichen Gründen für die Waldbesitzenden interessant. Warum ist die Douglasie wirtschaftlich für uns so interessant? Im Grunde genommen hängt das von 3 Faktoren ab. Einerseits die enormen Zuwächse, die die Douglasie leistet. Letztendlich kann die Douglasie aufgrund dieser Zuwachsleistungen bis zu dem Doppelten der Zuwachsleistung einer Fichte erreichen. Die Douglasie wird ganz nebenbei bis zu 50 Meter hoch und das bedeutet natürlich auch, dass dementsprechend mehr Zuwachs geleistet werden kann. Ein zweiter Grund, warum die Douglasie wirtschaftlich interessant ist, sind die Holzerlöse, die man erzielen kann. Die Holzpreise für die Douglasie liegen sicherlich mit Schwankungen über die Zeit zwischen 20% und 25% über der Fichte, je nach Qualität. Das muss natürlich auch noch gesagt werden. Der dritte Grund ist, dass der Anteil von
hohen Qualitäten bei der Douglasie deutlich höher ist als beispielsweise bei einer vergleichbaren Baumart Fichte, während wir bei der Fichte mit 1 bis maximal 2% A-Qualitäten rechnen können, ist das bei der Douglasie unter Umständen bis 10%. Und wir wissen alle, dass natürlich A-Qualitäten einen deutlich höheren Erlös auf dem Markt erzielen. Ein letzter wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist das deutlich geringere Ausfallrisiko bei der Douglasie im Vergleich zur Fichte. Während die Fichte sehr sturmwurfanfällig und auch sehr schneedruckanfällig ist, ist das bei der Douglasie nicht gegeben. Wir bekommen also die Douglasien in sehr viel größerem Umfang in Endnutzungsbestände. Warum ist die Douglasie auf dem Holzmarkt so gefragt? Sie ist so gefragt, weil die technischen Eigenschaften für die Holzindustrie so interessant sind. So hat die Douglasie hervorragende Festigkeitseigenschaften, eine gute Biegefestigkeit und eine gute Zugfestigkeit. Und diese Eigenschaften ermöglichen in Kombination mit einer sehr guten Verarbeitungsmöglichkeit ein ganz, ganz breites Einsatzspektrum der Douglasie. Das reicht also von Mastenbau, hochwertige Masten, über Terrassendielen bis hin zum Einsatz im konstruktiven Bereich, das heißt zum Einsatz im Holzbau. Und dort ist die Douglasie auch deswegen so gefragt, weil sie in der Weiterverarbeitung sehr gut eingesetzt werden kann, als Leimholz beispielsweise. Douglasie wird dann in Bereichen eingesetzt, wo man also hohe Festigkeiten benötigt. Rein wirtschaftlich betrachtet macht also ein verstärkter Anbau der Douglasie durchaus Sinn. Es stellt sich aber nun die Frage, wie hoch soll der Anteil der Douglasie letztendlich in unseren Beständen sein? Wenn wir die Sache rein ökonomisch betrachten, dann wäre ein Anteil der Douglasie bei etwa 40 bis sogar 50% durchaus sinnvoll. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, Bestände mit 50% Buche und 50% Douglasie oder alternativ 40% Buche, 40% Douglasie und 20% Fichte, wenn die Fichte in Naturverjüngung sich einbringen lässt. Nun, ein Anteil von 40-50% ist natürlich eine rein ökonomische Überlegung. Berücksichtigen wir allerdings, dass unsere Wälder ja nicht nur für die Holzproduktion herangezogen werden, sondern multifunktional bewirtschaftet werden, die Wälder also noch andere Funktionen, zum Beispiel ökosystemare Funktionen übernehmen, dann ist dieser Anteil sicherlich deutlich zu hoch. Auch das Risiko dieser Baumart muss in unser Kalkül einbezogen werden. Zwar haben wir mittlerweile 100 Jahre waldbauliche Erfahrung mit der Douglasie. Wie sich die Douglasie allerdings verhält, wenn wir sie in größerem Umfang in unsere Bestände einbringen, da herrscht noch Forschungsbedarf. Wenn wir also Multifunktionalität und Risiken ins Kalkül einbeziehen, dann sind 40-50% Douglasienanteil deutlich zu hoch gegriffen. Wir gehen davon aus, dass ein Anteil von 10% in Regionen, wo die Douglasie sehr gut gedeihen kann, beispielsweise im Mittelland, eine sehr gute Größe wäre. Wir sind hier im Bremgartenwald auf einer Sturmschadenfläche, wo wir Fichte und Tannen hatten. Keine klimatauglichen Naturverjüngung. Wir haben eine Eichenpflanze gemacht und mit Douglasie plombiert, sodass der künftige Bewirtschafter entscheiden kann, ob er einen Mischbestand oder einen Eichenreinbestand oder einen Douglasienreinbestand machen will. Wo sich keine natürliche Verjüngung durch Samenbäume einstellt, die klimatauglich ist, muss der Forstbetrieb pflanzen, wenn er klimaanpasste Wälder erreichen will. Das Pflanzen ist sehr eine sehr kostspielige Massnahme, weil der Kauf der Pflanzen, der Kauf vom Schutzmaterial gegen Wildverbiss und die Arbeit selber muss ganz am Anfang der Investitionsperiode eines Baumlebens geleistet werden. Die Wahl wird nur ausnahmsweise gemacht und es wird auch im Weitstand gepflanzt, dass später mal genügend Douglasie und klimataugliche Bäume hier auf dieser Fläche wachsen können.
Es braucht zudem in den Folgejahren nach der Pflanzung mehrere Jahre Pflege für Konkurrenzvegetation niederzuhalten. In diesem Sinne ist die Pflanzung die letzte Wahl, aber es ist die einzige Wahl, wenn die Natur nicht schon Samenbäume da hat, durch Altbäume, die durch die Samen können junge Folgebestände natürlich verjüngen können. Das Risiko besteht bei den gepflanzten Pflanzen zudem, dass sie nach der Pflanzung einen Pflanzschock erleben oder Frosttrocknis oder anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, die zum Absterben der gepflanzten Bäume führen können. Eine besondere Gefährdung für die jungen Bäume ist der Wildverbiss durch das Reh, das die Endknospen mit Vorzug abknabbert, und auch das Fegen, wenn sie das Körn abstreifen, die Knochenhaut am Körn abstreifen, das Fegen am Stamm und damit das Absterben, das Abtöten vom Baum. Aus diesem Grund muss jede einzelne Pflanze geschützt werden. Eine solche Pflanze zu pflanzen, zu schützen und zu pflegen, verursacht zum heutigen Zeitpunkt Kosten von rund 10 bis 15 Franken pro Pflanze. Douglasie ist bereits ab Durchforstungsalter eine interessante Baumart, weil sie ansprechende Erlöse liefert. Mit dem Durchforstungsholz können Erlöse zwischen 100 und 130 Franken pro Kubikmeter Holz erzielt werden. Wir sind im Meilenwald in einem Durchforstungsbestand für Douglasie. Hier ist es ganz wichtig, welche Massnahmen dass man zu welchem Zeitpunkt trifft, für dass man wirtschaftlich auch das beste Ergebnis erzielt und einen stabilen, klimatauglichen Bestand herbringt. Dieser Bestand kann man auf zwei Arten entwickeln. Wenn wir die einzelnen Bäume wertasten, das heisst die toten Äste fortschneiden, dann können wir mit diesen Bäumen Wertholz erzeugen. Die Bäume werden dann bis 130 Jahre alt und werden grosse, dicke Stämme, die einen hohen Werterlös bringen. Wenn wir die Wertastungsinvestition nicht machen, dann gibt es ein Massenprodukt, das wir nach ca. 90 Jahren ernten und die nächste Generation herbeiführen. Wichtig ist, die Baumart allein ist nicht entscheidend, ob die Wirtschaftlichkeit gut ist. Das Verfahren, wie man den Bestand pflegen und durchforsten, ist entscheidend für das wirtschaftliche Ergebnis dieses Bestands. In diesem Bestand haben wir eine mechanisierte Holzernte gewählt. Wir kommen mit einer Forstmaschine, die den Baum packt, fällt, enttastet und in die Ziellängen einschneidet. Die Forstmaschinen fahren nur auf Rückengassen und durchforsten den Bestand pfleglich durchforsten und die Bäume rausnehmen, die es für den nächsten Schritt des Baumwachstums nicht braucht. Die Bäume, die zurückbleiben, bekommen mehr Licht und können damit in der nächsten Phase ihren maximalen Wert- und Volumenzuwachs leisten. Als Forstbetrieb ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, wo man seine Stärken hat. Arbeiten, die spezialisierte Unternehmungen mit einer hohen Übungsschwelle ausführen können, können wir selber als Forstbetrieb nicht leisten. Die kaufen wir zu im Sinne eines Buy-and-Trade. Ein spezialisiertes Unternehmen führt die Arbeiten für einen Forstbetrieb aus. Selber machen macht hier keinen Sinn, weil es wirtschaftlich die schlechteste Lösung ist. Die Übungsschwelle ist nicht da, die Technologie ist nicht da und mit dem werden die Kosten des forstlichen Eingriffs deutlich höher, als wenn wir das in einem Buy-and-Trade realisieren. Bei der Erzeugung von Wertholz aus Douglasie sind zwei Kriterien entscheidend. Die Jahrringe sollten nicht stark variieren, weil Jahrringsprünge führen zu Spannungen im Holz. Ein regelmäßiger Jahrringaufbau mit in etwa gleich breiten Jahrringen ist wichtig für einen baulichen Einsatz. Die Jahrringbreite, die wir über die waldbaulichen Massnahmen steuern, nämlich wie häufig dass wir kommen und den verbleibenden Bäumen Licht geben, für dass der Baum weiterwachsen kann und wie schnell dass er weiterwachsen kann. Das zweite Kriterium ist die Astigkeit. Es ist wichtig für die Stabilität des Holzes, wenn man es baulich einsetzen will und unter stark belasteten Bedingungen, dass es eine geringe Astigkeit aufweist. Das steuern wir, indem wir zum richtigen Zeitpunkt die Astig vornehmen. Ökonomisch gesehen ist die Waldbewirtschaftung eine Investition mit Ein- und Auszahlungen über die Zeit. Am Anfang, bei der Begründung, haben wir einen hohen Kostenaspekt zu berücksichtigen. Gleiches bei der Pflege oder bei Schutzmaßnahmen. Bei der Durchforstung geht es dann schon langsam daran, dass wir auch Geld einnehmen. Deswegen ist es durchaus zielführend, die Durchforstung so effizient wie möglich zu gestalten.
höchsten Einnahmen erzielen wir logischerweise in der Endnutzung. Diese werden aber durchaus davon beeinflusst, wie wir den Bestand in seinem Bestandesleben letztendlich behandelt haben. Je nachdem, mit welchen Baumarten man arbeitet, erfolgen die Ein- und Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und haben unterschiedliche Höhen. Die Douglasie hat einen gewissen Nachteil. Gerade in der Begründungsphase sind sehr, sehr hohe Kosten zu berücksichtigen. In der Durchforstungsphase kann man bereits Geld verdienen. Man muss allerdings die richtigen Holzernteverfahren verwenden. Geld verdient man wirklich in der Endnutzung und diese hängt logischerweise wieder davon ab, wie man den Bestand über die Zeit bewirtschaftet hat. Diese Phasen sind bei der Douglasie sehr positiv zu sehen. Die sogenannten Ertragswerte bei Douglasienbeständen sind deutlich höher als bei anderen Baumarten, wie man an dieser Grafik sieht. Im Vergleich zu anderen Baumarten wie Fichte und Buche können mit der Douglasie deutlich höhere Renditen erwirtschaftet werden. Douglasien, vor allem Douglasienbestände, haben auch einen sehr hohen Erholungswert. Die hochgewachsenen Bäume sind ästhetisch und laden zum Verweilen ein. Nicht zuletzt deshalb gibt es durchaus auch Bestrebungen von Erholungssuchenden, Douglasienbestände zu erhalten. Trotz der enormen Potenziale der Douglasie stehen einige Forstexpertinnen und Experten einer verstärkten Einbringung dieser Baumart immer noch eher skeptisch gegenüber. Auch bei den kantonalen Forstdiensten ist diese Skepsis oftmals vorhanden. Man ist eher vorsichtig im Hinblick auf eine verstärkte Einbringung dieser Baumart. Eine Förderung dieser Baumart ist meines Wissens in der Schweiz auf kantonaler Ebene noch nicht vorhanden. Durch den fortschreitenden Klimawandel werden unsere Baumarten, die uns zur Verfügung stehen, immer weiter eingeschränkt und wir werden über kurz oder lang gar keine andere Möglichkeit haben, als auch auf Gastbaumarten zu setzen. Musik.